Oh ja. Ich bin heute polnischer Abgeordneter im Europaparlament. Aber ernsthaft, ich bin wirklich polnischer Abgeordneter im Europaparlament, zumindest in der Simulation von der Landesschülervertretung und von den jungen Föderalisten, zu deren Simulation ich heute mit dem kompletten Profi-LK hingehen werde. Das ist allerdings eine Sache, die Sie sich mal da reinziehen sollten, wenn Sie eine Sache haben, so wissen, um das von vorne schon mal ein bisschen abzuräumen. Wir haben ein interessantes Experiment heute hier vor, Europa, im parlamentarischen Stil. Und Sie sind beteiligt, nicht nur Zeuge, beteiligt in dieses wirklich interessanten Experiments. Also bisher ist das Ganze ganz cool. Wir beraten halt in unseren Fraktionen, also hier für mich EVP, Christlich-Demokratische, über die ganzen Änderungen. Und jetzt hatten wir Änderungen in einem Ausschuss und die besprechen wir jetzt nochmal in der Fraktion. In ein paar Minuten geht die Plenarsitzung los und ich werde eine Rede halten. Und ich bin zwar so ein Tick aufgeregt, aber ich werde es schon schaffen und ihr seht jetzt die Rede. Also zu Artikel 6 des EBIs. Das Europäische Parlament ist der Auffassung, dass sich das EBI zur effektiven Erfüllung seiner Aufgaben sowohl polizeilicher als auch nachrichtendienstlicher Methoden sollte bedienen können. Würden wir ergänzen, dass diese Methoden durch ein Gremium aus nationalen Vertretern bestimmt werden soll. Aufgrund dieses Gremiums wäre es dann möglich, dass das Ganze einheitlich stattfindet, sowie dass diese Methoden genauer aufgeschlüsselt sind und dass es nicht so dieses Fragezeichen ist, ja, was sind denn eigentlich diese Methoden. Dieses Gremium würde sich wie folgt zusammensetzen, und zwar einfach genauso, wie die Zusammensetzung des Parlaments auch ist, beziehungsweise nach diesen Anteilen. Würde heißen, es rechnet sich dann runter, wie viele Sitze das jeweilige Land auch hat. So und so viele Vertreter würde sie auch in diesem Gremium stellen. Das Gremium würde dann von den jeweiligen Nachrichtendiensten der Nationen gestellt werden. Danke.